Ja, herzlich willkommen zurück zu Pro Evolution Soccer 2019 Meisterliga mit AC Milan. Ja, das letzte Spiel souverän mit 4 zu 0 gewonnen. Ich glaube, der Knopf ist endlich aufgegangen und wir gehen starten gleich ins nächste Spiel rein, aber vorher noch kurz Teammanagement schauen. Ja, schaut sehr gut aus. Ja, lassen wir mal so wie es ist. Ja, lass es mal so und dann zum nächsten Spiel und zwar das Spitzenspiel Milan gegen AS Roma. Natürlich zu Hause diesmal. Ja, und hoffen wir auf den ersten Heimsieg. Verehrte Fußballfreunde, seien Sie froh, dass Sie zu Hause Sehr schön. sind, im gemütlichen Wohnzimmer. Das Wetter, das kann sich ja heute wirklich nicht entscheiden, was es will. Wir müssen uns darauf einstellen, dass zwischendurch immer mal wieder ein kleiner oder vielleicht auch ein größerer Regenschauer auf uns niederprasselt. Die Fans hier auf den Rängen kann das allerdings überhaupt nicht ab. Die sind ja alle Tribünen überdacht. Das San Siro, Milans Fußballtempel, ist wieder einmal von oben bis unten in die. Es gibt Oh, und Freistoß geil. und das auch so. Kirby. Sie holt Ja. sich schon echt früh die erste Karte ab. Eieiei. Checo. Oh, hallo, Ein hallo, guter hallo. Versuch, aber So daneben. das. Wenn er den reingemacht hätte, Volley mit dem Vollspann, es wäre, Puh. glaube ich, ein denkwürdiger Treffer gewesen. Oh ja. Ah, da steht jetzt keiner. Bonaventura durchkreuzt die Pläne des Gegners. Bilia spielt den Ball nach rechts. Bonaventura. Ja, guter Ball. Suso. Nein, oh, er pfeift Augenblick. nicht. Schau dir das an. De Rossi, ein Chaos pur gutes Mann im momentan. Spiel. Den hat er ausgebremst. Raus auf die Seite. Oh. Ünder. Bin da. Treibt das Spiel auf der rechten Seite nach vorn. Er springt hoch zum Kopfball. Wow. Nein, und wir sind wieder einmal wie gewohnt im Rückstand. Der AS Rom Ein erzielt. Er bekommt den Rebound und reagiert klasse. Da sind bei denen die Ach Gott, na. Navigationssysteme komplett ausgefallen und sie haben das sofort erkannt. Sie waren ganz abgezockt. Sie haben es ausgenutzt. Boah. Kriegst den Ball nicht weg. Das ist ein Und schon ganz wieder frühes laufen wir Ausrufezeichen. hinterher. Isco mit Tempo nach vorne. Einfach mal weggedroschen. Versucht die Gasse zu finden. Bilia. Higuain. Er wählt den Weg durch und er schießt. Oh, oh. Hereingabe von Çalhanoğlu. Nein. Gerade noch so geklärt. Sehr guter Spielzug auf der linken Bahn. Da könnte sich was entwickeln. Diego Perotti sucht seinen Mitspieler. Er zieht in Richtung Tor. Die Fahne bleibt unten. Ja, das wundert mich. Checo. Wow. Viel zu weit am Tor vorbei. Wahnsinn. Sehr blitzschnell reagieren. Das hat er getan, das hat er gut gemacht, aber zum Tor reicht's nicht. Das ist sehr anständiges Pressingverhalten. Der AC Mailand mit einem echten Paukenschlag am vergangenen Spieltag. Die Moral sollte dadurch so gestärkt sein, dass sie hier wieder auf Sieg spielen. Oh ja.
Manolas. Schau, Vera. Oh, oh, oh. Verotti. Milan hat offensichtlich die Anweisung bekommen, trotz Rückstand zunächst mal auf Nummer sicher zu gehen und die Stabilität zu erhält drauf. Jetzt, ah, jawohl, und auch wir bekommen den Rebound. Der AC Mailand. Çalhanoğlu. Geht doch. Der Torhüter kann den Ball nicht festhalten und sein Team zahlt den Preis dafür. Er hat das Tor gemacht mit aller dankenswertester Unterstützung des Keepers. Der legt ihm den Ball auf und er hat nicht abgeschaltet. Er hat nachgesetzt. Er macht das Ding rein. Ach, wir bekommen den Rebound. Tolle Flanke. Schön gestoppt von Higuain. Alles richtig gemacht. Unhaltbar eigentlich. Keine Tangen. 1-1, passt. Ja, mal so. In die Startblöcke. Es ist ein richtig enges Spiel und spätestens seit diesem Ausgleich wissen wir, es ist ein Spiel mit Open End. Und weg ist er. Conti. Hier ist Higuain. Na, schau. Das war enorm wichtig. Higuain. Besto deppert. Voll verrammt, Alter. Sucht den Pass da durch die Gasse und weg ist er. Sucht die Lücke, versucht da durchzustecken. Und die kommt Lücke auch noch. Wow. Der Ball kommt und keine Zauber-Gag. Schau dir das an. Bist denn du gelähmt? Ach du Kacke. Das ist Tiki-Taka in Reinform. Kriegst den Ball schon wieder nicht weg. Boah, der war schon mal. Puh. Getummel im Strafraum. Bonaventura. Suso. Und er dribbelt und dribbelt und dribbelt immer noch und er dribbelt immer weiter. Gut gemacht. Ach. Einiges an Ärger erspart. Das Ding. Ünder. Will ihn da durchstecken. Okay, was ist denn? Und Sprunner ist deppert. Was soll der Scheiß? Bilja hat den Ball und versucht das Spiel schnell zu machen. Suso macht mächtig Alarm auf der rechten Seite. Mal sehen, was der so vorhat. Isco, den muss er machen. Honkanger so hart deine. Der unparteiische Wow. Die Zuschauer haben bezahlt und sie bekommen eine Menge geboten für ja. Geld. Tore, spektakuläre Szenen und vielleicht das gleiche nochmal in Halbzeit 2. Nun beginnen wir sie, die zweiten 45 Minuten. Milan muss jetzt noch nicht in Panik geraten. Eine ganze zweite Halbzeit wird noch gespielt, aber ich muss natürlich nicht darauf hinweisen, dass sie Suchenko. Glück im Unglück. So. Çalhanoğlu. Çalhanoğlu mit dem Dribbling durch die Mitte. Bonaventura. Oh. Hat hier etwas Wichtiges dazugelernt. Du musst bis zum letzten Augenblick voll konzentriert bleiben. Okay. Es hätte sicherlich bessere Wege gegeben, das Spiel aufzubauen. Nachher ist man aber natürlich immer schlauer, vor allem mit der guten Übersicht von hier oben.
Ja, denke mal, ja, kann es nicht sein. Keine Verwarnung. Der Alter, er kriegt nicht mal einen Karten, kriegt er nichts. Hopp! Oh shit! Aber der Keeper macht in dieser Situation alles richtig. Bitte einmal eine Fahrkarte lösen. Next Eckbar. None of them are. Suso. Sie spielen im Moment definitiv nicht auf Abseits. Wenn du Angst hast, mit einem Pass in die Schnittstelle irgendwie überrascht zu werden, wäre doch das vielleicht auch das. Gibt's denn sauer da? Gefick dich doch! Das kann sie nicht sein. Also für dich die richtige Strategie? Strategie birgt Risiken, aber beim aktuellen Stand der Dinge würde ich sagen, sie machen es zunächst mal richtig. Sauberer Vorstoß, aber am Ende haben sie ihm doch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Suso! Higuain! Nutze die Chance! Sie brauchen jetzt mehr solcher Aktionen, aber sie brauchen einen besseren Abschluss. Sie müssen jetzt so langsam aber sicher alles nach vorne werfen, wenn sie hier noch etwas erreichen wollen, oder Hansi? 100%ige Zustimmung meinerseits. Sucht seinen Mitspieler. Ricardo Rodriguez hat gut aufgepasst. Die Idee war gut, nur der Ball ist am Ende nicht angekommen. Sie versuchen es mit dem Pass durch die Mitte. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das das richtige Rezept ist. Rüber, nach rechts. Was wird das? Du Wappler. An der Seitenlinie tut sich was. Sieht so aus, als gäbe es einen Wechsel. Sie bringen ihren Tempo-Dribbler eine durchaus sinnvolle Zusatzoption in dieser Situation. Samu Kastelecher. Warum jetzt? Steigen nicht so verdammt dir vor der vergangenen Begegnung definitiv der Trainer war. Man erkennt ohne jeden Zweifel immer und überall die Handschrift dieses Trainers. Er weiß, worauf es ankommt, und davon profitiert die Mannschaft. Es bringt doch jetzt sowieso nichts mehr, zurückhaltend zu spielen. Wichtig ist nur, die Defensive darf nicht komplett aufgelöst werden. Und nach vorne muss ein bisschen mehr passieren. Wahe, Alter. Es geht über die rechte Seite. Ein sehr kluger Pass. Das ist Chancenwucher und wir sind gespannt, ob sich das am Ende rächen wird. Şalhanoğlu. Macht er den? Da geht er. Er trifft ihn. Das meine Fresse, Alter. Da wirst du niedergestreckt. Wow, Alter. Kriegt nicht mal Karten für das Foul. Ei. Na, das wäre jetzt nicht gut. Irgendwie nicht mehr richtig rund. So wie es aussieht, wird er es nochmal versuchen. Das war der letztmögliche Wechsel der AC Mailand. Mit dem Doppelwechsel. Überhaupt keine Frage, der Trainer... Ja, super, der Iska ist also gefecht, Alter. Ach Gott. Was tun. Und deswegen jetzt... Frisches Blut, zwei neue Spieler. Versucht den Pass da durch die Gasse. Sie wollen das nächste Tor. Das ja, das wird, glaube ich, nichts mehr. Irgendwelche Probleme zu machen. Na geh, komm. Ich bin mir nicht sicher. Ja, ich glaube, er wollte den Schmerz noch rauslaufen, aber wenn es nicht geht, dann geht es eben nicht. Es geht einfach nicht mehr weiter bei ihm. Das ist schon echt bitter.
Zeit für neues Personal. Und jetzt bekommt er die verdiente Ruhepause. Der geht ja buchstäblich auf der letzten Felge. Sie sind noch nicht durch, aber sie sollten jetzt auch kein Risiko mehr eingehen. Die Zeit tickt und die Zeit tickt Boom. Für sie. Higuain. Ach Gott. El-Sharawi. Physisch enorm präsent. Na, okay. Werden sich die Teamkollegen ärgern. Kolarov. Ja. Der Torhüter haut ihn weit raus. Ab auf die linke Seite. Da ist sie, die Niederlage wahrscheinlich, ja. Und das Gegenpressing zahlt sich sofort wieder aus. Ja, da ist sie. So eine Arschloch-Niederlage, Alter. Diese Leistung war heute alles andere als überzeugend. Bis zum nächsten Spiel hat der Trainer noch alle Hände voll zu tun. Oh. Wie siehst du die Partie, Hansi? Man war schon so motiviert und dann kriegst du daheim, verlierst du. Es ist so, keine Ahnung. Ja, jetzt rutscht man wieder an. Das ist sehr schlecht. Mein Lieblingsspieler wählen. Natürlich. Jawohl. Scouting, was haben wir denn da? Nö. So, mein Team-Spielerstatus. Isco verletzt für eine Woche. Wer ist denn mein Lieblingsspieler? Bonaventura ist es dieses Jahr. Bonaventura ist wie das sein. Na, sag mal. Session. Trainer und Mentor. Yo! Ja, das war's wieder für heute. Danke fürs Zuschauen. Like da lassen, abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!